Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich eine neue Lidschattenpalette mit euch gemeinsam testen. Und zwar handelt es sich hier um die Charming Mocha Palette von Eveline Cosmetics. Die Palette erinnert mich sehr an eine Palette von Urban Decay. Ich vermute, dass es ein Dupe zu dieser Cherry Palette ist. Ich werde auf jeden Fall mal ein Bild raussuchen und das auf jeden Fall hier einblenden. Das Packaging der Palette ist relativ billig, ist Plastik und ich finde, dass sie auch relativ schwer aufgeht. In der Palette habt ihr einen Pinsel dabei, wie es auch bei den Urban Decay Paletten der Fall ist. Den werde ich jetzt auf Seite legen, den werde ich auch für den heutigen Look nicht verwenden. In der Palette habt ihr einen großen Spiegel drin, was auf jeden Fall ein Vorteil sein kann. Die Palette ist relativ natürlich gehalten, hat schöne warme Brauntöne, aber auch in den hinteren Reihen dunkle Brauntöne, die auch etwas ins Rötliche gehen. Ich mag solche Paletten sehr, wenn ich einen Alltagslook schminken möchte oder beziehungsweise ein Look, der sehr natürlich sein soll. Und ich finde auch, dass die Abstufungen der Farben ganz schön sind und ich freue mich auf jeden Fall, heute einen Look mit der Palette zu schminken. Und bevor wir mit der Palette starten können, möchte ich erstmal meine Augenbrauen ausfüllen. Und dafür möchte ich von Revolution den Blade Brow Brow Pencil in der Farbe Granit verwenden. Auf der anderen Seite des Augenbrauenstiftes habt ihr einen kleinen Spoolie, mit dem bürste ich auch jetzt erstmal meine Augenbrauen durch und versuche die so ein bisschen in Form zu bringen. Den Augenbrauenstift habe ich schon in einem YouTube-Video verwendet. Das werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Zwischendurch bürste ich immer mal wieder durch und bürste ich immer mal wieder gerne meine Augenbrauen durch, um überschüssiges Produkt wegzunehmen und einfach zu schauen, wo ich noch auffüllen muss. Ich werde mir jetzt noch meine andere Augenbraue schminken und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Augenbrauen sind jetzt aufgefüllt. Ich möchte die mir jetzt unterhalb meiner Augenbrauen noch ein bisschen ausbessern. Und dafür nehme ich den True Skin High Cover Concealer von Catrice. Um mir für die Lidschatten, die ich gleich auftragen möchte, eine gute Base zu schaffen, werde ich mir jetzt von P. Louise die Eyeshadow Base in der Nummer 0,5 auftragen. Mit dem Schritt sind wir jetzt auch fertig. Dann werde ich mir jetzt etwas Washi Tape aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder. In der Lidschattenpalette habt ihr insgesamt 12 Lidschatten und 5 Töne aus der Palette sind schimmernd. Und der Rest ist matt. Ich möchte heute versuchen, so viele Töne wie möglich auszuprobieren. Und deshalb möchte ich jetzt mit dem hellen Beige-Ton Cappuccino starten. Und den möchte ich mir nur hier im vorderen Teil meiner Lidfalte auftragen. Also was mir direkt auffällt ist, dass der Ton sehr, sehr viel Kickback hat. Mich persönlich stört das nicht allzu sehr, wenn Paletten Kickback haben, aber ich schaue mal, wie es in den anderen Tönen dann aussehen wird. Und um den Ton jetzt auszublenden, möchte ich in die Farbe Latte reingehen. Das ist der hellste matte Ton aus der Palette. Und um den Ton jetzt ein bisschen zu verdunkeln, gehe ich in die Farbe, die genau daneben liegt. Und zwar in den dunkleren Beige-Ton. Und zwar in die Farbe Mocha. Also im Grunde genommen stört mich Kickback an sich nicht wirklich. Aber ich muss halt schon sagen, dass das Kickback in der Palette sehr, sehr stark ist. Was ich persönlich einfach schade finde, wenn eine Palette viel Kickback hat, dass ich am Ende nicht viel von ihr habe. Dass wenn ich sie dann öfter verwende, dass sie dann halt auch schneller leer geht, wenn die Palette viel Kickback an sich hat, weil halt einfach viel Pigment verloren geht. In den hinteren Teil meiner Lidfalte möchte ich jetzt in den wärmeren Braunton reingehen und das ist die Farbe Frappé. Und den Ton versuche ich auch mit dem ersten Ton in meiner Lidfalte ein bisschen zu verblenden, damit keine harten Kanten entstehen. Und für den hinteren Teil meiner Lidfalte möchte ich jetzt in diesen schönen, warmen, rötlichen Braunton reingehen. Und das ist die Farbe Espresso. Und diese Farbe möchte ich jetzt ausblenden und deshalb gehe ich jetzt in die Farbe Irish Coffee. Mit dem dunkelsten Braunton der Palette möchte ich mir jetzt hier im äußeren Teil einen Liner ziehen. Und das ist die Farbe Doppio. Und für diesen Schritt nehme ich gerne so einen angestrickten Pinsel. Meiner ist jetzt zum Beispiel von Action. Der hat auch leider hier keine Nummer auf dem Pinsel, aber da gibt es, glaube ich, auch nur einen von denen. Wie ihr sehen konntet, bin ich wirklich nur ungefähr bis hierhin mit dem matten Braunton reingegangen, weil ich jetzt auch ein paar Schimmertöne als Liner verwenden möchte. Und dafür möchte ich hier im vorderen Teil in die Farbe Arabica reingehen. Das ist eher so ein rötlicher Schimmerton.
Und als nächstes möchte ich jetzt in den lila-stichigen Schimmerton reingehen. Und das ist die Farbe Iced Coffee. Und mit dem dunkelsten Schimmerton aus der Palette, und zwar die Farbe Americano, möchte ich noch ungefähr hier in dem hinteren Teil reingehen. Mit dem oberen Teil meines Lidschattenlooks sind wir fast fertig und ich musste jetzt feststellen, dass mir jetzt einfach noch zwei Töne aus der Palette fehlen und dann habe ich wirklich jeden Ton aus der Palette verwendet. Das finde ich richtig cool. Ich werde mir jetzt mein Tape abziehen und dann können wir mit meiner Base weitermachen. Das Fallout, das entstanden ist, habe ich jetzt weggewischt und dann können wir jetzt, wie vorhin erwähnt, mit der Base weitermachen. Und dafür möchte ich heute den Angelic Aura Radiant Plumping Serum Primer von NABLA verwenden. Eine First Impression zu dem Primer und zu einer anderen Lidschattenpalette verlinke ich euch hier oben. Ich nehme da jetzt nur einen Pump von dem Produkt und trage mir das auf meine Wangenknochen auf. Für meine Foundation habe ich mich heute für eine entschieden, die ich schon etwas länger nicht mehr benutzt habe. Und das ist die Conceal and Define Full Coverage Foundation von Revolution. Das ist eine sehr, sehr stark deckende Foundation und die würde ich wirklich nur denen empfehlen, die eher ölige Haut haben oder Mischhaut, da sie bei trockener Haut wirklich sehr, sehr stark sich an die trockenen Stellen anheftet und das Ergebnis dann nicht mehr so schön aussieht. Da es jetzt so langsam ein bisschen wärmer wird, merke ich einfach gerade, dass die Farbe nicht mehr so gut passt, dass sie schon ein Ticken zu hell für mich ist, aber wenn ich später Bronzer auftrage, kann ich das alles noch ein bisschen neutralisieren. Und für meinen Concealer bleibe ich bei derselben Marke und nehme den Super Size Conceal and Define Full Coverage Concealer. Der Concealer ist bei mir auch schon fast leer und wenn ihr wissen wollt, wie ihr an das komplette Produkt rankommt, also viele würden das ja jetzt glaube ich schon wegschmeißen, aber es gibt einen Hack, wie ihr wirklich alles aus dem Produkt rausholen könnt. Das Video dazu werde ich euch unten verlinken. Und das arbeite ich jetzt mit meinem Schwamm ein. Bevor ich jetzt meine Base setze, machen wir mit meinem unteren Wimpernkranz weiter. Und da möchte ich jetzt erstmal ein paar matte Brauntöne hier im äußeren Winkel auftragen. Und dann möchte ich noch einen Schimmerton in meinem vorderen Teil meines unteren Wimpernkranzes auftragen. Und für den vorderen Teil meines unteren Wimpernkranzes habe ich mir die Farbe Macchiato aufgespart. Und der Ton ist eher so ein Rose und dieser Ton ist eher so ein roségoldener Schimmerton. Und um jetzt in meinem Innenaugenwinkel zu highlighten und auch die letzte Farbe aus der Palette zu verwenden, gehe ich jetzt in die Farbe Flash. White. Und das ist so ein heller Schimmerton. Und den Ton gebe ich mir auch ganz leicht unter die Augenbraue. Und jetzt kann ich meine Base setten. Das mache ich jetzt gerade schnell off camera und dann sehen wir uns gleich wieder. Und damit ich jetzt nicht mehr so blass im Gesicht aussehe, brauche ich unbedingt Bronzer. Und da möchte ich jetzt das Sunglow Matte Bronzing Powder von Catrice verwenden. Als ich vorhin die Produkte für das Video rausgesucht habe, da habe ich versucht, einen Bronzer rauszusuchen, den ich hier auf YouTube noch nicht gezeigt habe. Und da habe ich mich heute für den von Catrice entschieden. Den habe ich schon sehr, sehr lange in meiner Sammlung. Das kann man ja auch schon an der Verpackung sehen. Und das kann man auf jeden Fall schon an der Verpackung erkennen. Ich liebe einfach den Effekt von so einem schönen, gebräunten Gesicht. Und das hier ist auch zurzeit mein allerliebster Bronzer-Pinsel. Das ist der von Morphe in Kooperation mit Jaclyn Hill in der Nummer JH04. Ich habe sogar einen Rabattcode, wenn ihr bei Morphe bestellt. Das ist der GlamFam 811. Den Rabattcode verlinke ich euch auch immer in der Infobox. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann möchte ich jetzt noch mit dem zweiten Bronzer reingehen, der ein bisschen Schimmerpartikel enthält. Und das ist der von Essence, der Sun Club Natural Glow Bronzing Powder. Und den trage ich mir auch nur auf meine Wangenknochen auf. Und dann können wir mit Blush weitermachen. Da nehme ich von Catrice die Blush Box in der Nummer 010 Dolce Vita. Der Blush hier enthält schon so leichte Schimmerpartikel, deshalb werde ich jetzt nicht allzu stark reingehen, weil ich ja gleich noch Highlighter auftragen möchte. Und dann fehlt mir jetzt nur noch auf den Wangen Highlighter. Und da nehme ich von Catrice in Kooperation mit Caviar Gauche die Face Palette. Und da verwende ich jetzt den Highlighter-Ton. Zu der Face Palette und zu der Lidschattenpalette, die in der Kooperation rausgekommen ist, habe ich auch ein YouTube-Video abgedreht. Das werde ich euch auf jeden Fall hier oben verlinken.
Als nächstes möchte ich unter meiner Kontur baken, weil mein Bronzing-Puder etwas weit nach unten gekommen ist und ich trotzdem ein schönes, geliftetes Ergebnis haben möchte. Und deshalb nehme ich das HD Baking and Setting Loose Powder. Das werde ich jetzt ein bisschen einwirken lassen und dann können wir auch schon mit den Wimpern weitermachen. Und da möchte ich mir erstmal die Wimpern tuschen, und zwar mit der Essence Maximum Definition Volume Mascara. Diese Mascara habe ich früher so, so oft verwendet. Ich weiß nicht, wie viele Tuben ich mir davon schon nachgekauft habe. Und dann hatte ich sie länger nicht mehr, weil ich für mich so die Glam & Doll Mascara entdeckt habe, aber habe mir mal gedacht, dass ich die auf jeden Fall mal wieder kaufen muss. Meine Wimpern werde ich jetzt auch nicht allzu stark tuschen, weil ich mir gleich Wimpern aufkleben möchte. Meine Wimpern sind jetzt leicht getuscht und da möchte ich jetzt heute Essence Lash Like a Boss Wimpern verwenden. Mit meinen Wimpern bin ich jetzt auch fertig und ich finde diese Wimpern sehr, sehr schön. Ihr findet die auf jeden Fall in der Drogerie oder auch im Online-Shop von Cosmetic for Less. Werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Und dann fehlt jetzt auch nur noch der letzte Step und zwar die Lippen und die werde ich jetzt im Schnelldurchlauf machen. Alle Produkte, die ich heute hier verwendet habe, findet ihr auf jeden Fall alle in der Infobox. Und dann bin ich jetzt auch komplett fertig mit meinem Make-up-Look. Und dann kommen wir jetzt noch zu meinem Fazit zu der Lidschattenpalette. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich heute wirklich jeden Ton aus der Palette verwendet. Die Lidschattenpalette bekommt ihr, wie schon vorhin erwähnt, bei Cosmetic for Less. Die kostet auch nur 13,02 €. Kommen wir jetzt erstmal zu den positiven Sachen der Palette. Ich finde die Farbrange richtig gut. Ich finde, man hat sehr schöne, helle, neutrale Töne, ein paar schöne Schimmertöne und auch ein paar dunklere, dramatische Töne, um mit seinem Make-up-Look definierter zu gestalten oder einfach auch so einen schönen Abend-Make-up-Look zu schminken. Ich finde die Lidschatten sehr, sehr gut pigmentiert. Ich finde die dunklen Töne richtig, richtig stark pigmentiert. Ich musste bei dem Einton, den ich im äußeren Augenwinkel als erstes aufgetragen habe, wirklich aufpassen, dass ich da nicht zu viel Produkt habe. Also ich finde die Pigmentierung der Lidschatten mega, mega gut. Außerdem ist die Palette sehr preiswert, ist eine sehr leichte Palette. Man hat außerdem noch einen Spiegel dabei, wenn man auf sowas achtet. Außerdem habt ihr ja noch hier einen Pinsel, den habe ich heute nicht verwendet. Und im Großen und Ganzen fand ich die Lidschatten an sich wirklich richtig ganz gut. Ich habe leider einen Punkt zu bemängeln, das Kickback der Lidschatten, vor allem der matten Töne, ist sehr stark. Also ich persönlich finde das eigentlich nicht so schlimm, aber das Kickback in der Palette ist schon extrem, vor allem hier bei den helleren Tönen. Aber wenn man da hinwegsehen kann, ist das wirklich eine super Palette. Also wenn ihr noch eine neutrale Palette braucht oder auch gerne eine verschenken wollt, ich bin wirklich sehr gut mit der Palette klargekommen. Ich finde sie sehr schön und werde sie auf jeden Fall für meine Alltagslooks noch weiterhin verwenden. Und ja, dann wären wir jetzt auch fertig. Ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine Videos. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Fragen habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt auch gerne bei mir auf Instagram und auf TikTok vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!